Hallo und herzlich willkommen, ich heiße DFK und dich herzlich willkommen hier zu einem neuen Video mit Swords of Legends Online. Es wurde in den Kommentaren darum gebeten, dass ich ein Video zum Thema Mentoren, Lehrlinge und dem Freundesystem machen soll. Und genau das wird passieren. Wir werden heute uns über dieses Thema unterhalten. Ich werde zeigen, was man davon hat, was man damit erreichen kann und vor allem, welche Vorteile man am Ende des Tages daraus zieht. Bevor wir aber anfangen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen für den Algorithmus und damit mehr Leute meine Videos sehen, damit denen auch geholfen wird. Und natürlich würde ich mich auch über ein Abo und die Glocke freuen, damit du immer auf dem aktuellen Stand der Dinge bist, wenn es neue Videos gibt. Außerdem streame ich mehrmals die Woche auf Twitch Swords of Legends Online und du kannst gerne aufs Discord kommen, dort siehst du immer, wann genau ich live gehe und natürlich auch, wenn es News gibt oder wenn du dich einfach mit den anderen MMORPG-Enthusiasten bei uns in der Community auseinandersetzen möchtest. Und jetzt fangen wir direkt an mit dem Video. Das Mentor- und Lehrlingssystem, kurz zusammengefasst, bevor wir jetzt rüber ins Game switchen, bedeutet einfach nur, du entweder als Mentor nimmst einen Lehrling auf, deine Aufgabe sollte es im Regelfall sein, dass du dem Lehrling hilfst, dafür sorgst, dass der Lehrling vorankommt, du ihm Sachen erklärst, dafür ist das hauptsächlich da. Du als Lehrling hast halt mehr oder weniger fast keine Aufgabe, außer dass du den Mentor Dinge fragen kannst, wenn du Fragen hast. Du dich natürlich darum bemühst, halt auch dich zu verbessern und nicht irgendwie Leute zu trollen. Und im Grunde genommen ist das die Grundsache, das Grundprinzip von einem Mentor-Lehrling-System. Selbstredend wird das natürlich nicht immer so verwendet, vor allem nicht mit dem, wie das hier läuft in Swords of Legends Online, aber das ist das Grundprinzip. Wir switchen jetzt kurz rüber in-game und dann zeige ich dir, was du davon hast. So, wir sind hier jetzt in-game und ich gehe jetzt einmal hier ins Mentoren-System. Das ist einmal hier über dem Chat diese Teetasse. Oder einfach unten rechts unter Sozial, Mentor und Lehrling. Und wie du siehst, ich bin einmal als Lehrling bei jemandem, einmal als Mentor, einfach um euch das auch zu zeigen. Und im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, dass du Belohnungen dafür bekommst, wenn du mit einem als Mentor oder als Lehrling gemeinsam mit dem Mentor oder Lehrling Dinge abschließt. Du bekommst dafür am Ende des Tages Belohnungen. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Ihr bekommt gemeinsam Belohnungen, dass ihr was zusammen macht. Hier ist auch nochmal eine Tooltip-Erklärung, was man davon hat, wie man das erhöht. Vor allem auch hier die Level und so weiter. Kannst du dir das genau angucken, wie das alles funktioniert. Am Ende des Tages läuft es einfach nur darauf hinaus, dass man halt mehr zusammen machen kann und dann halt mehr Belohnungen bekommt. Das ist ein reines Rewarding-System. Es gibt sogar wöchentliche Sachen, die man machen kann, wodurch man natürlich auch sehr gute und interessante Sachen bekommen kann. Das kann man eigentlich ziemlich leicht machen, wenn du mit Leuten oder mit Gildenmembern oder mit Freunden generell viel spielst. Nehmt euch einfach gegenseitig als Lehrling und Mentor, macht den Kram zusammen, holt euch eure Gratis-Belohnungen und fertig ist der Brei. Am besten geht es ja sogar noch oder am effektivsten, wenn zum Beispiel sich jemand einen neuen Charakter macht und ihr rennt dann ein bisschen zusammen rum. Am Ende des Tages könnt ihr das leveln. Ihr habt hier auch zum Beispiel was, hier ist der Bereich, wenn du selber Mentor bist, da gibt es natürlich ein paar andere Dinge. Die wöchentlichen sind gleich, aber zum Beispiel die Primärziele geben etwas andere Belohnungen. Genauso wie Mentor- und Lehrling-Level-Belohnungen. Je höher hier das Level kommt, das Level, wie man hier halt nachlesen kann, erhöht sich, indem man einfach Sachen zusammen macht, wie Monster kloppen, Dungeons und so weiter. Kann man das erhöhen. Und dann gibt es hier Belohnungen sowie Titel. Jetzt gibt es hier Mentorentickets zu bekommen. Wenn du B und Währung drückst, kannst du das lesen. Ich habe diesen Helfer-Dekan-Händler nicht gefunden in Wolkenstieg. Sollte den jemand finden oder wissen, wo der ist, bitte in die Kommentare. Das werde ich dann auch anpinnen, den Kommentar, wenn jemand weiß, wo das ist. Dass der ganz oben steht. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich glaube, der wird erst noch eingefügt. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt mal an, er ist noch nicht drin. Irgendwann wirst du dir dafür Sachen holen. Da steht ja auch, kann verwendet werden, um beim Helferdekan im Wolkenstieg relevante Gegenstände zu erwerben. Bedeutet, du kannst am Ende des Tages, wenn du Leuten hilfst, du hast aktiv was davon und kannst dir damit sogar dann auch irgendwann Sachen kaufen. Dasselbe gilt übrigens auch als Lehrling. Dort kannst du ja, wenn ich das richtig gesehen habe, kriegst du für manche hier zum Beispiel sogar mysteriöses Drecksfragment und irgendwas mit Freude. Baumart der unbekümmerten Freude.
Das ist auch wieder eine Währung. Da gibt es auch ein Redeemable for a variety of rare items and appearance in the Eat Leveled Shop. Ich glaube, der funktioniert auch. Also ich glaube, das kommt alles nach und nach dazu. Aber jetzt im Moment kann man schon mal sammeln. Manche Sachen sind ja zum Beispiel schon benutzbar, wie zum Beispiel die Himmelsflug-Elixiere für die wöchentlichen. Das sorgt dafür, dass du deinen Himmelsflug-Buff, womit du dann einmal quer, egal wo du auf die Map hin willst, hinporten kannst. Kann es ja mal zeigen. Kann ich jetzt auswählen, wo ich hinwollen würde, so egal wohin. Das würde das verkürzen. Und dasselbe gilt hier. Also da sind die Weeklies gleich. Das ist das Mentoren- und Lehrlingssystem. Es ist ein reines Reward-System. Einfach damit man sich gegenseitig hilft. Und wenn dann halt die passenden Händler da sind, dass man sich natürlich dann auch noch was Schönes kauft. Gehen wir zum Freundschaftssystem über. Und da gehe ich auch schon mal rüber zu dem NPC, um den es geht. Denn es gibt hier einen speziellen sogenannten Herzstrang-Händler. Herzstrang ist quasi die Währung, die du brauchst, um beim Herzstrang-Händler dir was zu kaufen. Und Herzstrang kann man zum Beispiel durch Dailies und Weeklies bekommen. Die kann man aber auch aus diversen Kisten, Dungeons und so weiter bekommen. Und die kann man sich auch gegenseitig zuschicken als enger Freund. So, jetzt gibt es natürlich, wenn du O drückst, kannst du natürlich jemanden als Freund hinzufügen. Du kannst jemanden kennenlernen, dann seid ihr Freunde. Dann gibt es aber natürlich auch noch den engen Freund, wie ich hier zum Beispiel mit dem guten Kaito-Jin, a.k.a. Gerard aus dem Stream habe. Der zum Beispiel, mit dem habe ich engen Freund gemacht, dafür brauchst du ein Schwurband. Und wenn du dieses Schwurband hast, musst du direkt bei der Person stehen. Ich kann das ja mal zeigen. Beispiel hier, du visierst die Person an. Und dann kannst, also das geht hier nicht irgendwie mit Rechtsklick und dann irgendwie, du kannst jetzt hier Freund. Aber du musst du dieses Schwurband haben, vor dem stehen, markieren. Und dann das Schwurband mit Rechtsklick aktivieren. Und die andere Seite muss das dann bestätigen, die enge Freundschaft. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was habe ich von der engen Freundschaft? Natürlich machen dann endlich mal ein paar Items, die ihr schon vielleicht bekommen habt, Sinn. Wie zum Beispiel, ihr könnt euch die Freundschaftsanhänger zusenden. Verwende es bei einem Freund, um euren Schicksalswert jeweils um 5 zu erhöhen. Der Schicksalswert, den siehst du, wenn du hier drüber fährst. Siehst du, da haben wir gerade 18 von 65 zum Beispiel. Den erhöhst du. Du kannst natürlich auch Herzstrang tausendfache Seide oder verwendest bei der Person, die du gerne wohlklingende Musik vorspielen möchtest. Das ist so eine Kleinigkeit. Hier ist aber das Herzstrang, das kann man sich gegenseitig zusenden. Man kann sich also die Währung gegenseitig zusenden, damit der eine zum Beispiel die Vorteile kaufen kann. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel, ihr müsst euch da absprechen, wenn ihr zum Beispiel hier die Buffs haben wollt. Denn darauf kommen wir nämlich jetzt. Es gibt ein richtig geiles System für enge Freunde. Wir gehen mal hier unter O, dritter Reiter, enge Freunde. Und es gibt hier ein Level. Mit diesem Level schaltet ihr Slots frei. Diese Slots, und das ist ungelogen, könnt ihr euch prozentuale Vorteile reinmachen. Und wir reden hier nicht nur von irgendeinem Scheiß, den man nicht braucht. Beispielsweise 1% mehr Pfadwissen, wenn du mit deinem engen Freund zusammenspielst. 5% mehr EP. Ist halt nur praktisch, wenn man noch leveln muss. 5% mehr Chance auf extra Loot. 1% mehr physische oder magische Stärke. 1% kritische Treffer. Ich möchte nochmal kurz dazu erwähnen, gerade bei zum Beispiel Klassen wie Speermeister, die extrem schnell angreifen. Oder auch für Todesbringer. 1% mehr kritische Treffer. Kombiniert mit zum Beispiel die 1% Stärke und den 1% Fahrtwissen, das sind halt Prozentwerte. Das sind halt beispielsweise, nehmen wir jetzt mal, das klingt jetzt erstmal nach nichts, ja, aber das sind jetzt zum Beispiel bei 154 Fahrtwissen wären das bei mir schon 1,54 mehr Fahrtwissen. Oder 2,4 mehr Füße. Es sind die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Man kann natürlich auch auf die Drop-Chancen-Erhöhung gehen, ja. Aber ein fester Prozent mehr Crit-Wert zum Beispiel, das ist eine komplett andere Hausnummer. Dann hätte ich jetzt 11,8%. Ich kann es nur empfehlen, das ist ein richtig geiles Belohnungssystem. Du kannst das natürlich auch mit bis zu 3 Freunden machen. Du kannst die Freunde-Slots auch erweitern. Dafür brauchst du aber sehr viel Herzstrang. Und es kostet 99 Gold, einen Slot hinzuzufügen, damit du mehr enge Freunde haben kannst. Also theoretisch könnte man, wenn man 5 feste Freunde hat, kann man am Ende 5 enge Freunde rekrutieren,
und kann dann, wenn man zu fünft spielt, quasi diese mit fünf Leuten die Vorteile ausnutzen. Ich will es ja nur sagen, das ist, ich meine, das stackt nicht, ja, nicht stapelbar, aber wenn halt alle Effekte aktiv sind und die zählen dann für jeden, just saying, ist eine geile Angelegenheit. Und das war's auch schon wieder mit dem Thema. Mehr gibt's eigentlich zum Thema Mentor, Lehrling und Freundschaft nicht zu sagen. Das ist eigentlich schon schlichtweg alles. Ich kann noch kurz zeigen, wenn du Herzstrang dir so verdienen willst, ohne dass man sich das gegenseitig groß zuschickt, gibt's zum Beispiel die Seiten des Herzens, dann die Klassenausbildung gibt Herzstrang und auch hier so Anhänger, die man sich gegenseitig zuschicken kann, für dass das Level besser hochgeht. Es ist hier einiges möglich und ich kann es tatsächlich nur empfehlen, macht einfach Stuff zusammen, holt euch die Vorteile, schickt euch gegen, weil wenn jetzt, selbst wenn ich jetzt einfach nur hier was hinzufüge, dann zählt das für beide. Das heißt, wenn der eine dem anderen den Herzstrang zuschickt, indem er einfach Rechtsklick draufdrückt, wenn ihr voreinander steht, kann der andere das dann mit der Währung, die du ihm zugeschickt hast, halt kaufen. Das meine ich. Ist sehr praktisch, lohnt sich. Ich find's cool. Wenn es dir jetzt geholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen für den Algorithmus. Es würde mich sehr unterstützen. Außerdem lass gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst. Und wie ich schon erwähnt habe, ich bin mehrmals die Woche live auf Twitch. Mehr Infos dazu findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Discord. Dort gibt es ein Alert, falls ich live gehe. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wo du gerade bist und wenn du dieses Video anschaust. Und wir sehen uns hoffentlich bald in einem Livestream oder im nächsten Video wieder. Haust rein und tschüss.